Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Golden Spatula Qualifier. Quasi der Weg, sich zur Europameisterschaft zu qualifizieren. 6 Games. Alle werdet ihr hier auf dem Drittkanal bekommen. Dann schauen wir doch mal, was drin ist. Erwarte nicht allzu viel. Es sind natürlich die besten Spieler in ganz Europa dabei. Man kann nur mitmachen, wenn man Dia 2 oder höher ist. Und dann gibt es ein Ticketsystem. Ich war Gott sei Dank im Ticketsystem gerade Grandmaster. Das heißt, ich hatte 3 Tickets und habe meine Zulassung bekommen. Erste Lobby ist okay. Man spielt immer 2 Games in derselben Lobby, bevor man tatsächlich switcht. Und in dieser Lobby finden sich natürlich keine schwachen Spieler, aber nur in An- und Abführung ein Challenger-Spieler. Was wahrscheinlich okay ist. Wir checken einmal, wer was spielt. Wir spielen alle Estreal. Das ist wenig überraschend. Gerade competitive-wise immer gut, eine gute Option zu haben. Das ist natürlich schon mal komplett das Game. Nur Gold zu kriegen ist das Schlechteste, was es gibt. Du willst das Ganze natürlich lieber in Units haben, dadurch hast du entweder leichter Zugriff auf Pairs oder 3-Cost-Units, die dir vielleicht so ein bisschen auch von Anfang an was an Richtung geben. Erster Roll auch extremst bad, leider. Nur 2 brauchbare Units mit Renekton und Irelia. Maybe kann man noch Poppy spielen. Haben wir vielleicht einen Demacia-Start. Das Ganze würde mit einer Minute Delay vonstatten gehen. Und damit ihr euch im Twitch-Chat nicht wundert. Aber bis jetzt sieht es ein bisschen nach Grief aus hier leider. Nicht viele gute Optionen dabei. Maybe Slayer. Samira mag ich. Aber leider wenig gute Units und auch die Items sind natürlich nicht so nice. Man wenig direkt mitmachen. Beste wäre jetzt, wenn es noch ein Giants Belt wird. Das wird es allerdings eher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir früh Sunfire spielen, wenn wir jetzt eine Armor kriegen. Aber wenn wir jetzt die Tech Speed oder so kriegen, dann sind wir lange ohne komplettes Item da. Könnte man zumindest überlegen, ob man Redemption zocken will. Aber ich glaube, von Winstreak sind wir ehrlicherweise ziemlich weit weg hier mit dem Lineup. Also Double Trouble. Tatsächlich nicht so nice. Also ist nice, allerdings muss man das schon ein paar Mal gespielt haben. Wir nehmen hier Buried Treasure. Der Start ist lausig. Oh, das spielt Piltover. Ich habe in meinem Warm-Up-Game gegen jemanden gespielt, der Piltover mit 60 Stacks hatte und der ist gerade so Vierter geworden. Das ist natürlich krass, ne? Piltover 2-1 ist immer noch sehr, sehr gut. Aber allerdings ist auch nur Piltover in 2-1 sehr, sehr gut. Schwierig hier, ne? Item-wise. Gute Entscheidung zu treffen, sehr, sehr hart. Level 5 gepusht hier von ihm. Das kann man in so einer Shurima-Setup auch durchaus mal machen. Ist sehr strong. Hat allerdings das Problem, dass alles noch One-Star ist. Hat allerdings halt den Akshan gehittet. Das war bedenkt alles davon ab, ob Renek noch eine Ult durchkriegt. Hat er nicht. Dementsprechend verlieren wir das hier. Aber auch nicht allzu klar. Und das ist jetzt wahrscheinlich die angesprochene Sunfire-Situation. Könnte natürlich auch Titans bauen.
Oder, ja. Also das Problem ist, einer besetzt auf jeden Fall schon mal Shurima. Hätte ich die Vi mitnehmen sollen at some point. Leider ein bisschen zu viel halten für meinen Geschmack. Zwei Piltover-Spieler. Das ist sehr gut für uns. Liegt natürlich auch am Portal so, ganz grundsätzlich. Wait. Oh, wir haben zwei Shurima-Spieler. Oh, I didn't realize. Ich genug gescoutet. Dann wäre Titans besser gewesen. Weil ich hier dann höchstwahrscheinlich nicht Shurima spielen werde. Wir können auch pre-leveln. Ja, wir werden dann hier keinen Shurima halten. Das ist natürlich das Static deutlich schlechter. Static ist auf Azir halt gut. Noch ein Spatula am ersten Karussell. Dadurch können die Shurima-Leute Shurima 2, also zwei Shurimas for free kriegen. Das ist nur AP für, ist schon sehr sick. Wenn das mit Rageblade Static natürlich trotzdem Tempo spielen. Ragebait, Static, Kalista. Und dann die Items für Kaiser und Yasuo über das Portal kriegen. Das wäre ein Play. Ich weiß nicht, ob es ein gutes ist, aber. Amira 2 sollte damit echt jetzt was machen können. Probably immer. Mehr Irelia hier. Schwache Frontline. Juggernaut, ne? Stärker. Durch die Karma müssen wir ein bisschen breiter stehen. Heute habe ich nicht gut genug outplayed. Ich wusste, ich muss breit stehen, aber. Ist so ganz geklappt hier. Oh, Gott sei Dank, ey. Dann kriegt der Renekton die Ult durch und dann gewinnen wir auch instant den Fight. Das ist ein paar Close hier, ne? Jetzt nehmen wir 20 Gold. Ich weiß nicht, ob ich die Winstreak halten kann. Nur 2 würde das auch nicht groß ändern. Okay, hallo, Sichuan. Das ist natürlich not bad. Schwer zu gewinnen. Die Idee ist hier an der Stoneplate vorbeizuspielen, aber er stellt gut um. Bisschen alt aus. Er spielt doch in die Stoneplate rein. Da war schon mal wichtig, ne? 100% Spieler einen wegzunehmen hier ist sehr, sehr gut. Das ist geil. Das ist auch nice. Den spielen wir auf gar keinen Fall mehr. Ich werde nicht auf den Twitch-Chat eingehen, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Beantworte die Fragen gerne einfach gegenseitig. I have but one life to give for Ionia. I must make it count. Schlechte Items.
Nicht genug gescoutet gerade. Ein bisschen im Komp. Diskussion gefangen mit mir selbst. Oh wow, ich krieg hier nicht durch. Ist natürlich nie so gut. Gibt es hier eine Welt, wo man Samiri hier schon zählt, um die Items auf Callisto zu haben, aber ich glaube, ist das Bait. Das Beste, was uns jetzt passieren kann, ist Prismatic. Dann kriegen wir einen Duplicator, spielen Callista 2 und versuchen auf aggressive Winstreak zu spielen mit 3, 5, 7. Das wäre das Beste. Dead ist nicht das Beste. Spielen die Tiny Grabback. Mir ist der Magnetic Remover hier vielleicht ganz nice sein kann. Noch mehr wilde Tank-Items. Probably mein best Setup, ne? Fingert. Sollte mir natürlich nicht passieren. Doch überlegt, ob Magnetic Remover hier auf Renekton ein wichtiger ist und Samira einfach sellen. Und die Items auf Seedrop. Aber man sieht halt einfach wie Broken Shenness, ne? Holy shit. Ich bin einfach ein Ding, ey. Der hat noch 50 Gold. Absolute Frechheit. Die Ionia-Emblem und dann Shen gehittet. Mit 4-Cost-Unit. Perfekt in die Comp passt. Ich hab halt eine Seju. Ist leider einfach nicht dasselbe. Hm. Ja, man will hier möglichst breit stehen. Da wird leider viele Items übrig, aber das wird Deathblade. Was wird das? Ist noch nicht. Das ist cool ist zumindest. Der ich gern Switch auf Ionia machen, wenn ich den Set hätte. Jedes offensive Item würde mir helfen. Ich habe aber kein gutes außer AP und AP hilft mir tatsächlich nicht. Ionia. Place was so damn quiet before I came along. In Aphelios Winkel. Drei Leute Ionia. Das wäre davon gefährlich. Ja, für mich Irelia Booster, einer der besten Tanks im Game. So dumm. Ah. Ich habe viele Items, aber wenig sinnvolle Optionen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ist das einfach Donkey Roll Moment dann?
Also wir haben die zwei Piltover-Spieler, die halt quasi FF mal sie Piltover spielen. Dann haben wir Ionia 6. Der wird sehr strong. Dann haben wir Ionia 3. Haben wir einen Shurima-Spieler, noch einen Ionia-Spieler. Der hat auch schon Yasuo gehittet. Ich verliere eher den 4 von Warwick haben. Der macht da mehr. Aber weil da mehr Gegner stehen. Ich habe jetzt schon 1 als Tank und ich habe Irelia 2. Irelia hat einfach viel besser, aber der ist halt Level 750 Gold, ne? Also die sind alle sehr rich. Generell eine Lobby, wo viel gegreedet wird. Was die Leute sich aber auch einfach erlauben können, weil wir die Piltover-Spieler dabei haben und man dadurch nicht ganz so viel HP verliert wie sonst. Da hat die Kalista 2, ich hätte gern Full Win Streak darauf gespielt, aber dieser Illusor hat mich einfach komplett weggeklatscht. Weil er den Shen hatte. Ja, extrem schwer, ne? Habe ich im Endeffekt nicht Shurima gespielt, weil so viele Shurima gezeigt haben. Ich spiele jetzt eine Comp, die mindestens genauso contested ist. Boah. Jetzt. Eine Karma. Let's start the show. Ah, leider cringe Items, ne? Su und Kaiser 1 sind super. Komm, hier redet noch eine Ult. Durch. Eins. Nee. Oh, let's go, Mann. Ganz wichtiger Win. Jetzt geht's nämlich los und dann holen wir uns die Items darüber. Leider sind die alle scheiße. Level Close, habe ich fast geklickt. Boah, Long Distance Pulse ist sehr nice. Wann pusht man hier für Level? Leider ganz, ganz schwer zu sagen, ne? Rageplay natürlich niemals wirklich gut. Aber Mangelung besserer Alternativen. Ist der Knockup durchging? Kurz. Oh, ich kann 6 Challenges spielen gerade, ne? Ich hätte 6 Challenges spielen sollen. Das ist so viel besser gerade. Exchanger should be better. Spielen ja aber 6 Ionen, ja, ne? Wir spielen für Top 4. Er sollte nicht drin sein. Wir gehen gleich 8. Hier ist ja einfach best, ne? Auch ein bisschen die Hoffnung gewesen, den Piltover-Spieler rauszuschmeißen, bevor er zu stark wird, aber er hat natürlich auch schon über 30 Stacks. Unglücklich, ihn jetzt zu facen, aber shit happens.
Und jetzt Red ist dran. Zweimal Attack Speed könnte klappen. Rapid Fire can Yasuo hier probably best. Sonst könnte ich hier auch BF Siege schon. Ich nehme hier BF Siege schon. Ah, weiß nicht. Schwierige Entscheidung. HP Ionia 6, da sind Yasuo Items natürlich das Wichtigste. Weil ich brauche halt noch zwei BFs. Nur einmal Attack Speed. Das krieg's nicht hin. Und zum Heulen. Die Karma nicht gehittet, deswegen habe ich jetzt nicht Ionia 6. Jetzt gewinne ich hier den Fight. Oh, jetzt gewinne ich noch so, okay. Let's fucking go, Mann. It's a good game so far. Ah, oh, ich will ja gar nicht Kalista sellen. Oh, dann habe ich Samira gesellt. Ich hätte auf 6 Challenger bleiben sollen. Fuck my life. Okay. Well. This should be fine. Okay, da machen wir nichts gegen den hier so. Strong. Aber ich habe Kalista 3 Wincon. Ah, es kann eine Wincon Top 4 kommen. Ist das Wort eine Top 4 Con? Ja, ärgerlich, ne? Setup falsch gespielt hier. Mit 7 Kalistas spielt man auf jeden Fall durch. Aber ich meine, wir haben auf jeden Fall einen guten Weg Richtung. Hier, I guess. Double Yasuo, Double Kaiser ist schon alles machbar. So affekt, dass ich hier nicht Samira gespielt habe. So, what am I thinking? One blade, one purpose. Kosote, hear my name. Setup kenne ich doch irgendwo, ja. Habe ich schon mal gesehen, das kann ich garantiert spielen. Das war falsch wegen Long Distance Paul. Aber richtig, weil irgendwer da gegrieft hat an der Seite und ich das aus dem Augenwinkel gesehen habe. Ja. Der Rageblade Kaiser ist gar nicht zu spielen, aber Mangelung an bessere Alternativen müssen wir leider dafür gehen. Bin ich locken, ist zu risky. Sich hier einen Roll zu nehmen ist nicht gut. Nein, die falsche Unit da. Dritter Fehler, das ist schon wild.
Übergang ist schwer zu spielen, ja. Also ich kann es mir so ein Stück weit verzeihen, aber... ich sehr bitter. Weil halt alle Fights immer so close sind. Und da muss man leider sagen, den Fight gewinne ich, ne? Wenn ich nicht absolut stupid bin. Gewinne ich den da einfach. Wird da vorne noch einspielen, was Sinn macht, aber... Abbott. Oh, Peter. Yes, baby! Woohoo, yes! Aber ich rede richtig? Nee, ne? Doch, oh, ich liebe mein Leben. Das ist huge. Das reicht trotzdem nicht ansatzweise, ne? Okay, wir haben nur noch das fünfstärkste Board, würde ich sagen. Alle hier da unten könnten beide jetzt rausdroppen. Hier zum Start würde mich schon sehr glücklich machen. Da ist meine Kalista 3, holy fuck. Let's go! Kalista 3. Dann spielen wir Long Distance Points die ganze Zeit mit Yasuo. Mit Yasuo Kalista. Okay, 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 okay. Let's go! Demacia. It's the only place I've been. Eigentlich lieber von der anderen Seite anspielen. Ist irgendwie betreut, aber betreut wohl auch keiner. Ah, ich hab's schon machen sollen. Ist schon okay, das Positioning, ne? Sehr oldschool, so spielt man das eigentlich nicht. Noch ein bisschen Jarvan hitten. Das ist kein Job. Okay, ich dachte damit secure ich Top 4. Das hätte ich jetzt machen können, wenn ich Ladder Player besiegt hätte. Aber tue ich nicht. Das Lineup is ain't winning. Ja, danke wohl für Kaiser, ne? Auch oft Chances muss man manchmal nutzen. Kann ich positioning-mäßig was machen? Kann ich schon, ne? Ah, ist schon super schwer. Wird das besser? Wurde den seinen Yasuo rausgekickt. Also weggekickt, nicht raus. Der dann dafür allerdings noch sehr lange leben durfte, leider. Double Rage Spiel ist einfach so treu, ne? So schnell auf 500 Attack Speed. Das ist nicht worth. Oh, we all hate it, aber es ist Save Your Time. Jetzt alle 20 C4s, I guess. Well. It is possible! Jetzt mal, wie viel Gold man hier genau kriegt. Machst du?
ist, okay. Hear my name and know my strength. Ah, nicht richtig. Ah, ich wusste es auf Yasuo machen. One HP. And a dream. Aber der Dream ist dead. No! I can't believe it. Oh, ich bin so gut! Ich darf die beiden wichtigsten Units. Und Yasuo darf nach vorne gehen, weil er Troll aufgestellt hat. Ah, ultet aber trotzdem nicht sofort in die Backline. Das wäre sehr geil gewesen. Vulnerable, right? Jetzt! Ne! Ja, Mann! Top 3, let's go! Oh, so wichtige Zephyrs, ey. What? Warum wolltet ihr denn da drauf? What? Okay, sein Yasuo ultet mein Yasuo. That's a one fight, right? That's a one fight! Ah, der ist nicht. Okay, also noch ein C4. Cool, 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 cool. Warte, kriegt der gerade noch einen Shurima? Braucht den. Den lass bis bei den einen. Oh, Idee. Seiner 2 schaffe ich nicht mehr, ne? Ja. Ist natürlich mit Long Distance Paul jetzt echt unmöglich zu spielen, ne? Ja, okay. GG. Ist nice, ne? Wir nehmen einen zweiten in der First Round mit. Das ist super geil, ey. Also im Schnitt braucht man bei dieser Turnierform einen 5-Punkte-Schnitt. Erste gibt 8, zweite 7, sechster, dritter 6, vierter 5. Und wir haben uns jetzt direkt hier mal mit dem zweiten reingesetzt. Wäre vielleicht wunderbar gewesen. Ich habe Piltover am Anfang geflamed, wurde von Piltover besiegt. Das ist vielleicht auch Karma. Generell muss man sagen, dieses Portal natürlich sehr wild. Ne? Dadurch, dass wir dann am Ende... Ja, also ich hatte 1, 2, 3, 4 Zephyrs. Und dann ist es halt ganz, ganz
stark für ihn, dass er halt mehr Units hat, weil er halt einfach weniger hochfliegt. Also bei mir flog ja alles. Und ich hatte halt Long Distance Boy, das heißt, normalerweise stellt man dann Carry sehr mittig auf dem Board, weil er relativ selten gesaved wird. Das kann ich allerdings nicht machen, weil ich da nicht die Verbindung habe und die beiden nicht die Stats scheren. Super schwer. Trotzdem mega geil. Stark, also auf jeden Fall besser, als ich erwartet hätte. Was ein schöner Beginn. Peace.